Treffpunkt Aachen. Die Deutsche Bank Reitsportakademie hat gerufen und alle sind gekommen. Die aktuellen Stipendiaten, ihre Minimentis und auch die ehemaligen aus dem ersten Jahr, die Alumni, wie Hendrik Lochthove. Er hat durch sein Stipendium sportlich einen Riesensatz gemacht in der Weltrangliste von über 200 unter die Top 60 der Welt mit seinem Pferd Magless Boston. Vor einem Jahr war ich hier in Aachen zum Tag der Deutschen Bank Reitsportakademie und hatte mit ihm noch kein internationales Turnier geritten. Das fing dann Mitte August an und dann haben wir uns immer so ein bisschen hochgearbeitet und eigentlich habe ich das gar nicht so richtig mitgekriegt. Also am Anfang ging das auch, glaube ich, schnell, dass man immer weiter nach oben kam. Jetzt wird es ein bisschen langsamer, aber es ist natürlich schon schön, wenn man eigentlich seine Erwartungen übertrifft mit dem, was man jetzt erreicht hat bislang. Eine wichtige Stufe auf ihrer Erfolgsleiter war die Wildcard der Reitsportakademie der Deutschen Bank für die Munich Indoors. War da Zweiter im Grand Prix und habe die Kür gewonnen. Das hat natürlich schon mal enorm viel gebracht, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat einfach auch nochmal einen Auftrieb gegeben. Es folgen die German Masters in Stuttgart, verbunden mit dem Ziel, die 70%-Marke kontinuierlich zu knacken. Geht natürlich nicht immer nur bergauf, es geht auch mal wieder ein bisschen runter, so wie hier in Aachen. Da waren sowohl das Pferd und auch ich von der Kulisse beeindruckt. Daran arbeiten sie gemeinsam mit ihrem Trainer Wolfram Wittig. Wenn man Neuling ist oder wieder ein Pferd hat, der noch nicht viel Erfahrung hat auf internationalen Turnieren, muss man sich natürlich hocharbeiten und da hilft eine Wildcard für so ein großes Turnier wie in München definitiv. Auch die vielen Leute, die wir kennengelernt haben, die uns auch Tipps gegeben haben und begleitet haben durch die Deutsche Bank Reitsportakademie, das hat schon enorm viel gebracht und das ist toll. Zumal er seinem Lieblingsprojekt treu bleibt, der Nachwuchsförderung. Er sitzt in der Jury, die talentierte Amateurreiter auswählt, die Minimentis, die dann Unterricht bekommen von den Akademiemitgliedern. Es war am Ende so, dass wir 10 tolle Bewerbungen ausgesucht haben, aber doch noch 4 Stück, wirklich zufälligerweise 4 Stück hatten, wo wir alle gesagt haben, Mensch, also das können wir jetzt nicht, dass wir die nicht mit reinnehmen. Und haben dann eigentlich kurzerhand gesagt, die ausgeschieden sind letztes Jahr, wir übernehmen alle nochmal ein Minimente. Und das hat auch für mich in diesem Jahr wieder sehr viel Spaß gemacht, talentierte junge Reiter und Reiterinnen zu sehen und den Tipp zu geben und dann auch festzustellen, wie die das umsetzen. Und ja, das macht, glaube ich, allen Beteiligten sehr viel Spaß.